Ich habe hier die Leitradio 3 Funke von BitFBV und die hat noch Express LRS 2.0 hier installiert und ich würde gerne damit mein Meteor 85 fliegen, auf dem aber schon Betaflight 4.42 drauf ist und da hier ein Express LRS SPI-Empfänger drauf ist, ist automatisch hier auch Express LRS 3.0 drauf. Und somit müsste ich hier von Express LRS 2 auf 3 aktualisieren, damit ich überhaupt hier meinen Whoop fliegen kann oder hier den HX 115, der hat auch so einen SPI Express LRS Empfänger. Und daher werde ich jetzt zeigen, wie man hier die Firmware bei der Fernsteuerung aktualisiert. Übrigens, BetaFBV hat mir hier so einen schicken Pokal geschickt für 2023. Danke. Um die Firmware aufzuspielen, wird die Funke ausgeschaltet. Dann drückt man auf das Setup-Knopf und steckt man dann das USB-Kabel rein. Und dann hat man hier so ein blaues Licht. Jetzt kann ich am PC die Firmware aufspielen. Auf dem PC starte ich BetaFBV-Konfigurator und da unten klicke ich auf Configuration von Radio Transmitter. Das ist jetzt der Modus, wo die Leitradiofunke aktualisiert werden kann. Dann gehe ich links auf Firmware Flasher. Hier oben sehe ich schon COM7 Schnittstelle. Das ist da, wo meine Leitradio 3 erkannt wurde. Ich drücke da oben auf Connect. So, und hier wird erstmal gar nichts geladen. Das heißt, ich kann nur die lokale Datei, die ich mir jetzt von der Webseite von BetaFBV geladen habe, die kann ich hier lokal auswählen. Das ist die Leitradio 3 SX 1270 Firmware, die öffne ich. Und jetzt kann ich klicken auf Flash Firmware. So, und schon ist die Firmware aufgespielt. Jetzt kann ich die Verbindung unterbrechen, mache die Funke aus. Mach die an. So, wenn die Funke jetzt hier rot leuchtet, dann sind die Joysticks hier nicht kalibriert. Die sollte man auf jeden Fall kalibrieren. Und das Kalibrieren der Joysticks funktioniert so. Ich muss jetzt hier kurz auf Setup drücken. Einmal kurz. Dann habe ich zweimal Piepston. Jetzt setze ich die Knüppel auf die Mitte und drücke jetzt noch einmal. Jetzt habe ich dreimal Piepston und jetzt gehe ich in alle Ecken. Und so wird die Fernsteuerung kalibriert. Und jetzt drücke ich noch einmal. Und jetzt ist alles fertig. Und jetzt zum Testen mache ich die aus. Mache die wieder an. Und die leuchtet jetzt blau. Somit ist alles hier richtig kalibriert. Ich kann jetzt die Fernsteuerung wieder ausmachen, schließe mein USB-Kabel und kann die jetzt am Computer konfigurieren. Eins, was jetzt nicht funktioniert mit der neuen Express LRS Firmware, ist, dass der Schacht nicht mehr unterstützt wird. Das heißt, ich kann den nicht mehr nutzen für externe Module. Dafür kann ich aber mit der Funke mit Express LRS 3.0 meine alle Drohnen fliegen. Auf dem BetaFBV-Konfigurator sehe ich, dass ich hier die COM-Schnittstelle 8 belegt habe, wo jetzt meine Fernsteuerung angeschlossen ist. Da drücke ich auf Connect RC und nun sehe ich jetzt hier die kompletten Einstellungen. Hier sollte man oben erstmal prüfen, dass man auch hier wirklich Mode 2 eingestellt hat bei den ersten Einstellungen. Am besten ist erstmal, dass man hier die Werkeinstellungen setzt, dass das Factory Reset-Knopf drückt. Und rechts kann ich dann jetzt hier die Einstellung durchführen. Ich habe jetzt hier die Sendeleistung auf 100 Milliwatt und kann jetzt hier einstellen, mit welcher Übertragung ich arbeite. Und LoRa bedeutet diese Standard-Express-LRS-Übertragung mit 50 Hertz bis 500. Also hier kann ich wieder 150 Hertz einstellen. Und ich kann natürlich meinen Binding Phrase hier setzen, sodass ich dann alle meine Drohnen mit der Binding Phrase fliegen kann. Die Binding Phrase setze ich natürlich auch auf all meinen Drohnen. Das heißt, alle haben jetzt hier die gleiche Binding Phrase. So brauche ich nur die Drohne einzuschalten, die Funke, und schon sind die gebunden. Und wenn ich tausche, dann schalte ich die Drohne an und die Funke, dann sind sie auch automatisch wieder verbunden. Und ich muss nichts, irgendwas hier umschalten. Hier unten sehe ich alle meine Kanäle, die bei mir
der Reihenfolge A, E, T, R hier eingestellt sind und dahinter kommen die vier Schalter mit der Bezeichnung SA, SB, SC, SD. Und zum Schluss drücke ich auf Save und Reboot und dann sind alle Einstellungen gespeichert. Und ich bin jetzt fertig und kann alle meine Quads mit Express LRS 3.0 fliegen. Viel Spaß beim Fliegen!